Glück auf, Holz. Ich komme eben von Halle runter. Sollt ihr sagen, vier Mann von uns sitzen in der Rattenburg. Dienstag bringen sie ins Kreisgericht, wie es aussieht. Jeder 8 Jahre. Dienstag? Dienstag. Schade. Dienstag wollte ich eigentlich die Siegessäule springen. Schön, springe ich sie eben erst am Freitag. Das ist Regimantas Adomaitis. Sie kennen ihn bereits aus dem preisgekrönten sowjetischen Film Das süße Wort Freiheit. Das ist Heidemarie Wenzel. Sie kennen sie aus vielen Kino- und Fernsehfilmen. Erinnern Sie sich? Abschied zum Beispiel. Ich war damals im ersten Engagement nach der Schauspielschule in Rostock und Egon Günther führte dort eine Gastregie und entdeckte mich für die Rolle der Fanny. Die Rote Kapelle, Unterwegs zu Lenin, Zeit der Störche, Netzwerk, Anja, Die Toten bleiben jung, Paul und Paula. Dieser Film hat mir ungeheuren Spaß gemacht, obwohl ich am Anfang ein bisschen Angst hatte, ob ich eine komische Rolle überhaupt spielen kann. Ja, man kann Angst haben vor den schauspielerischen Anforderungen, die zu bewältigen sind. Oder man ist so besessen von einer Rolle, dass man die eigene Begeisterung auf das Publikum übertragen möchte. So ging es mir eigentlich mit der Agnes in dem Wolzfilm. Halt dich fest, jetzt passiert's. Wie heißt du, Sani? Ich heiße Agnes. Du siehst aus wie eine Großbourgeoise. Ich bin eine Großbourgeoise. Proletarier, aufgewacht, der Wolf ruft euch zur letzten Schlacht. Hier, halt dich fest. Hier, nimm das. Schieß. Knall los. Ich weiß nicht. Ich kenne die 20er Jahre ja nicht aus eigener Anschauung. Und ich habe mich versucht, da ranzulesen. Aber das bleibt doch ziemlich trocken, so ein Buchwissen. Und da habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich Freunde habe, die diese Zeit selber erlebt haben und gekämpft haben in dieser Zeit. Und die haben mir einfach viel erzählt. Und auch durch ihr persönliches Beispiel haben sie mir ein lebendiges Vorbild geliefert für die Agnes. Agnes, von ihrer Familie enterbt und verstoßen, kämpft um die Freilassung von Wolz, zusammen mit Ludwig, dem besten Freund von Wolz, den sie liebt. Wer ist da? Ich bin's. Mach auf! Agnes. Ich halte das nicht durch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Immer wieder verlangen Zuschauer Filme, die Konflikte der Gegenwart behandeln. Ich glaube, dass dieser Film eine Antwort provozieren kann. Kommst du aus dem Bau? Lebenslänglich. Wofür? Landfriedensbruch und Bandenbildung. Das ist doch der Wolf! Klar, Mensch, der Wolf! Komm, steig auf, Bruder! Du fährst vierspännig! Proletarier, aufgewacht, der Wolf ruft euch verletzt! Den Wolf! Den machen wir zum Reichstagspräsidenten! Reichstag? Es gibt Sonderleute! Festbude!